mein. Ich muss mal wieder mein Headset etwas reparieren. Ich muss mal kurz meinen Teller schreiben, dass ich gleich essen gehe. Beziehungsweise, dass ich nicht essen gehe. Guck mal, wo ich stehe. Boom, Junge! Ist zwar nur eine 172, aber egal. Wer ist denn jetzt eigentlich noch alles auf dem Server drauf? Ist noch irgendwer von unseren Zuschauern drauf? Oh, X-Plane ist gerade im Sale. Oh, herrlich! Ist so toll hier zu stehen. Ach, schön. Sich nur noch um Stunden handeln. Okay. Okay. So muss es halten. Nochmal, ich habe gerade gar nichts verstanden von dem, was du gesagt hast. Ich hab's geschafft. Auf dem Flugzeugträger zu landen. Nice. Ach und Krach, aber ich hab's gepackt. Und es ist nur 172, also. Okay. Aber egal. Was willst du es probieren? Gucken wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. So. Setzen wir uns erstmal wieder hin. Auf welchem Server bist du? Der NA-Server, dieser MS Flights NA. Okay, also. Warte, wie heißt der? MS Flights.net NA. Also Vancouver. Genau. Ist noch jemand anders dazu gekommen? Nee, noch nicht. Aber Philipp kommt anscheinend gleich. Ah, sehr schön. Also der ist jedenfalls eben gerade gejoint. Nice. So. Nein, kein 380. Wieso? Kannst du ja mal probieren. Hat gerade irgendwer geschrieben, glaube ich. Ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Irgendwer hat gerade geschrieben, dass er es gestern mal gepackt hat oder letztens. Mit Aber dem auch, 380. ja, aber auch mit 140 Knoten Gegenwind, also. Ja, gut. Was nehmen wir denn? 320 ist auch zu groß. Eine 320. Ja, wahrscheinlich eine 320. Ah, schön. 320 ist ein tolles Flugzeug, aber ich glaube eher weniger. Für den Ding, für den Flugzeugträger. Vielleicht mal einen North American P51D. Aber ich glaube, ich würde es erstmal mit normalem Flugzeug, also mit einem normalen Bugfahrwerk versuchen, Flugzeug. Weil ich glaube, wenn du dann noch mit einem Tail-Flugzeug ankommst, Ja. ich glaube, da verkackt man erstmal komplett. Also ich nehme jetzt erstmal die Cessna, ich probiere es gleich. Ja, was hat das Ding nochmal für ein Kürzel? Warte mal. Papa. Papa Golf Uniform Mike. Uniform Mike, nicht Alpha. Genau. EGUM. Oh, ich glaube, jetzt bin ich etwas zu weit geflogen. Egal. Drehen wir halt einfach mal kurz hier rein. Ganz ehrlich, wenn man da sowas mit der Cessna in realen Leben machen würde, kaputt gehen. Ja. Ja. Alter, ich bleib hier einfach fast stehen. Sieht jedenfalls gerade so aus. So. Aber ist sie noch drin? Ich müsste jeden Moment joinen. Also gejoint bist du dem Das Server schon, aber du heißt, bist noch nicht drin. genau. Spawnen. Haben wir eigentlich noch Twitch-Zuschauer? Ja, noch vier im Moment. No? Läuft. Ich muss das Ding erstmal suchen, ey. Ich bin gerade so gestartet und dachte mir so, okay, wo ist das Ding jetzt? Scheinbar.
hat mein FSX irgendwie ein Problem mit dem Server, weil Echt? gleich kommt wieder ein Fatal Error. Das war in 3, 2, 1. Auf jeden Fall reagiert er nicht. Ja, jetzt. Fatal Error occurred. Scheiße. Dann müssen wir gleich auf einen anderen. Nein, 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 warte, 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 warte. Da habe ich gerade schön noch fast eine F18 genommen. So, jetzt bremse ich hier, Leute. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja, 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 locker, locker. Weech! Ah, jetzt ist Skype wieder weg. Gut, dann werden wir jetzt mal noch kurz den Server wechseln, damit der Michael da auch halbwegs drauf spielen kann. Private Chat. Private Chat. Ah, egal, ich schreibe dir einfach. Ich schreibe ihm einfach so schnell. Wir wechseln den Server, nur so zur Info. Falls du noch. Diesmal hat es etwas länger gedauert. Ja, diesmal hat es echt etwas länger gedauert. So, welchen Server nehmen wir denn dann? Das Problem ist, das ist der einzige Freeflight-Server, der halbwegs gute Connection hat. Die anderen sind gerade alle down. Oh, okay. Gibt es nicht noch irgendwie... Sign in. Ich weiß, dass TS besser ist. TS ist jetzt halt gerade. Problem ist, wir können. Ah, doch, warte, jetzt ist gerade ein OpenPC. Was sind Fly-ins? Aber da ist eh kein Server offenbar. OpenPC irgendwas. Der hat eine ziemlich gute Connection. Ja. Gehen wir in den rein? Ja. Ja. Da kann jetzt zwar nur einer noch joinen, aber egal. Ist mir jetzt egal, ich will das jetzt mit einer, mit was anderem schauen. Ah. Gut. Ich weiß, welches Flugzeug ich nehme. Eine Air Creation Trike. Ich glaube, der ist sogar relativ schwierig. Ja, klar. Das Ding lässt sich überhaupt nicht steuern. Chestnut. Skyhawk. Wir nehmen jetzt 7, nein. Heli, yeah! Also Heli fliegen ist echt, das geht gar nicht. Ich finde Heli fliegen ist einfach, aber Heli landen ist scheiß schwer. Ich finde Heli fliegen generell scheiße. So, wir nehmen jetzt eine Uni Bravo. Bravo, 10.000. Yeah, you appear to have... Super. You appear to have lost connection to the host for the following reason. The network connection has been lost. Toll. Wow. Airliners können wir nicht gehen, weil wir nicht mit Airlinern fliegen. Wollen wir es trotzdem bei msflights.net.au versuchen? Gucken, ob das was wird. DG-800. Was ist denn das noch? Gute Frage. DG-800. Suche ich jetzt erstmal das Vieh. Was hatte das Ding für eine, IKO, für ein IKO? Papagulf Uniform Mike. Okay. P-Gum. So. DG-800. Was ist das? DG-800. E800. Das ist ein Segelflieger. Ich sehe es gerade. Wieso soll ich das denn bitte mit einem Segelflieger machen? Nee, 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 das lassen wir mal lieber. Die Maule ist halt auch langweilig. Maule.
glaube, ich weiß, was ich nehme. Aber dazu muss ich kurz umbauen. Segelflieger geht auch gar nicht. Weil die Spannweite ist da viel zu groß. Komm, Alter. Kriegst du auch ein 747 runter? Stimmt. Dann müsste das mit dem Segelflieger. Weiß nicht. Aber was für eine Spannweite hat denn der Segelflieger? Also in Realität wahrscheinlich zu groß. Alter, was ist denn das für ein kurzer Runway hier? Wo war der Carrier? Boah Gott, warte. Ich zeig ihn dir. Du musst eigentlich, wenn du. Ich weiß nicht, von welcher Startbahn du startest. Das ist ein Problem. Ich starte auf der 6 Left. Okay, da habe ich jetzt auch keinen Plan von. Ist es die am. Nee, warte, da waren auf beiden Seiten Terminals. Das ist so ein ziemlich kurzer Runway. Ich glaube, ich nehme jetzt mal hier die. Der eigentlich direkt Richtung Norden rausgeht. Okay. Ich glaube, du musst die Kurve. Sicher. Ja, ich starte einfach mal. So, Flaps-Stufe raus. Lass mich bestimmt nicht von einem Flugzeugträger mit einem Segelflugzeug schleppen. Bon. Oh, wir sind echt ganz gut. Wir sind jetzt 3 Stunden hier. Rumgammeln. Ja, nice. Und take off. Ah. Alter, das ist so ungewohnt, so ein Windsding zu fliegen. Mhm. Zumal die Cessna Skyhawk auch scheiße ist. Boah, Alter, hier ist ja realistisches Wetter. Scheiße. Echt jetzt? Ja! Ja? Der Runway geht gar nicht nach Norden raus. Hä, was hat denn der mir vorhin angezeigt? Jetzt habe ich nur noch 55 Grad Magnitude. Also nordöstlich. Ich werde das mit der Grand Caravan mal probieren. Weiß auch nicht, wo du bist, das ist das Problem. Bist du jetzt direkt auf dem Flughafen drauf? Ne, ich bin schon links weggeturnt. Achso. Ich sehe dich auch gar nicht. Ich sehe dich auch nicht, das ist das Problem. Ja, die hat ja so ein Power. So ein Power! So, ah, ich sehe dich. Einfach mir hinterherfliegen. Ich hab mein Handy noch geklingelt. Ja, ich flieg grad 140. Ich flieg grad mal 100. Ah ja, da. Sorry. Warte, dann werde ich mal abbremsen. Ja, langsam wird's mehr. 110. Gerade einfach in Eile rein. Okay. Brauche aber auch irgendwie so ewig, bis sie mal das Ding jetzt mal hochfährt. Ist das Triebwerk. Ach, da hinten, oder? Ja. Sieht aber irgendwie ein bisschen komisch aus für einen Carrier. Ist ein Carrier, der sieht scheiße aus. Oh oh, ich geh nach unten. Soll ich mal kurz auf. Aber ist denn jetzt hier alles mit drin? Ah ja, klar. Kommt vorne. Ja. Warte. Warte. Irgendwo da. Werfen. Ah, okay. Uiuiui. Soll ich, okay, so hoch muss. Wir fliegen in Guam. Jetzt Papa Golf Uniform Mike. Flugzeugträger.